Okay, der hier wurde gerade vom Hai gefressen, vor meinen Augen. Das ist äußerst unangenehm für ihn. Show starts in one minute. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Feed and Grow Fish. Ich bin mal wieder im Multiplayer-Modus auf der Ocean Map unterwegs und habe mir die kleine rote Krabbe ausgesucht. Die kennen wir ja sonst nur aus Grab Madness, aber ich wollte sie auch mal hier im Multiplayer-Modus zeigen. Des Weiteren habe ich dafür gesorgt, dass bei den Server-Settings alle Fische und sonstigen Tiere, die ja so vorhanden sein können, vorhanden sind. Na, in den Grundeinstellungen sind manche gar nicht vorhanden. Ich habe dafür gesorgt, dass mindestens immer ein Exemplar da ist und maximal fünf. Da wird es ein bisschen schwieriger wird, weil da sind ja auch so ein paar gefährliche Jäger dabei. Aber ich hier noch lange rumlabere, würde ich sagen, lasst uns mal beginnen. So, da bin ich. So, du da? Du teilst doch bestimmt. Du teilst doch. Der teilt nicht. Der teilt nicht. Gut, dann nehme ich das weg. Nein, dann gehe ich einfach weiter. So, ich habe ganz vergessen, im Multiplayer-Modus kann man die Dinger ja nicht zerstören, wenn man zu klein ist. Bei den Settings ist mir noch was aufgefallen. Auf den weißen Hai kann ich gar keinen Einfluss haben. Der war da nicht mit dabei. Also ich hoffe, er schaut mal vorbei, aber ich konnte nicht die Anzahl verändern oder sonstiges. Ich wollte es nämlich so richtig schön schwer machen und gleich mehrere von denen hier auftauchen lassen. Aber ja, das war leider nicht möglich. Nein, nein, nein. So. Ach, ich vergesse. Als Krabbe kann man ja nicht so schön schwimmen. Die kann zwar toll springen, aber die kann nicht schwimmen. Ups. Komme ich hier mal durch? Ach, Manu. So, jetzt muss ich erstmal nach hier oben. Zip. Dann müssen wir so ein paar Shrimp organisieren. So. Wusch. Wo ist denn hier was zu fressen? Hm? Wo ist hier was zu fressen? Bloß so ein kleiner Blue, der würde auch gehen. Meine Mittelschaden mache ich nicht. 2,5, das ist jetzt nicht die Welt. Aber es ist besser als 1. Jetzt muss ich mal gucken. Sehe ich hier irgendwo einen rumschwimmen? Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, sehe ich da. Oh, ein Shrimp. Ein Shrimp. Den schnappe ich mir. Ja, erwischt. Meine Sogwirkung war zu gering. Ich konnte ihn vom Boden aus nicht erwischen. So. Weitere Shrimp wären angesagt. Das sind ein paar Mongos, aber in dieser Anzahl könnten die gefährlich werden, weil ich nur 9 Energie habe. Probier's mal. Ja. So. Erwischt. So, Level 3. Ja. Erwischt. Nein. Lasst ihr das? Lasst ihr das? Oder? Ja, doch. Nee, nee, lasst das mal nicht. Kommt mal wieder. Sehr schön. Gut, Level 5. Ah ja, ich habe wieder die 300% Erfahrungsbonus eingestellt, damit die Krabbe auch wächst. Weil ansonsten wird das ewig dauern. Die Krabbe kann keine Fische im offenen Meer jagen. Da dachte ich, das ist nur gerecht. Weil so hoch kann ich nicht springen, dass ich zum Beispiel einen Delfin erwischen könnte, den ich hier gar nicht sehe. Ein bisschen merkwürdig. So. Das Ding kann ich noch nicht im Ganzen fressen, ne? Kaputt machen. Nee, ist auch nicht. Lass es los. Lass es los, lass es los, lass es los. Das macht keinen Sinn. Da müssen wir noch ein bisschen mehr wachsen. Aber irgendwie kommt mir das alles sehr leer vor. Keine Tiere. Ich meine, ich habe wirklich dafür gesorgt, dass bei der Mindestanzahl immer eine 1 stand. Und maximal so 5. Außer bei den ganz kleinen, da habe ich die Voreinstellung gelassen. Weil, naja,
5 Mongos im ganzen Ozean, das ist ein bisschen wenig. Die braucht man vor allem zu Beginn. So, jetzt muss ich aber mal hier wirklich gucken, wo sind denn die ganzen Tiere? Also ich sehe nicht wirklich was. Hallo. Da tötet gerade ein Delfin ein Hai oder was ist hier los? Oder streiten sich da zwei Delfine um einen Seestern? Okay, da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Nein, 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 ich bin nicht doof. Ich bin doch nicht doof und gehe zu den blöden Delfinen. Die machen mich doch kalt. Ist das davon ein Schrimm? Sehe ich das richtig? Oder frisst dort irgendwas? Ich glaube, da frisst was. Dich erwisch ich. Zack! Ha! Erwischt! Lass das. So, wir wollen doch hier Fische fressen. Nicht das Zeug, was wir nicht zerstören können, das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Wir wollen Fische fressen und ich glaube, hier unten gibt es ein paar. Ach, Mist. Setzte sich fest. So. Zebras. Das wär's jetzt. So ein paar Zebras könnte ich gut verputzen. Das mit dem Klettern ist immer so eine Sache. Guckst du zu weit nach oben, bewegt er sich nicht mehr vorwärts. So. Hopp. Geh mal dahin, wo in der Regel immer die Zebras rumeiern. Ja, wie viel Schaden mache ich eigentlich? 5. 5? Nicht schlecht für den Anfang. Ich hau ja relativ schnell zu. Ja. Dun, 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 dun. Nee, mit denen lege ich mich nicht an. Die machen dermaßen viel Schaden, da bin ich gleich hin. Nein, nein, nein. Mantis Shrimp noch nicht. Noch nicht. Die machen einfach zu viel Schaden. Mist. Zack. Komm hier nicht hoch. Er will ja nicht hoch. So, jetzt aber. Jetzt aber. Wer ernährt sich denn da? Das ist ein Krabbenfreund. Schade. Krabbenfreunde kann ich nicht fressen. Oh. Oh. Ich glaube, das ist der weiße Hai, oder? Oder es ist ein sehr groß gewachsener anderer Fisch. Ja, da habe ich doch schon meinen Nemesis gefunden. Hey. Warum willst du nicht? Ach, Manu. Blödes Vieh. Ja, was haben wir da drüben? Lauter Krabben. Die bringen mir nichts. Die Krabben bringen mir nichts. Ich kann nicht Artverwandte fressen. Ich hier. Nee, kann ich auch nicht einschlupfen. Schade. Oh, da ist ein Blue. Da ist ein Blue. Mist. Ha, erwischt. Lecker Schmecker. Da. Ja. Komm her, du kleiner Schrimp. Lecker. Aber ich glaube, ich muss weiterziehen. Hier finde ich nicht das, was ich will. Was Seagrass, das wäre es gewesen. Die sind schön schwach, aber nö, finde ich ja nicht. So, wir gucken mal hier unten. Was haben wir hier? Zack.
So. Schön. Ah, ein Puffer. Muss nur aufpassen, wenn er seine Fähigkeit einsetzt. Das könnte sehr schmerzhaft werden. Wenn ich ihn vorher kille. Ja, das ist schick. Lass das los. Ah, hat gesessen. Lass doch mal den Seestern in Ruhe. Meine Güte, dass der dann immer sich an diesem blöden Seestern festkrallt. Oh. Oh, ja, jetzt ist gut. Jetzt ist sehr gut. Okay, das Problem haben wir gelöst. Ja, jetzt kann ich diese hier auffressen. Sehr schön. Gut. Wunderfeini. Wo sind die Junghaie hier? Wo geht's denn hier zu den Junghaien? Mist, kann ich noch nicht. So, weg damit. Weg damit. So, ihr streitet euch da um das Ding. Ich glaube, das kann ich fressen. Gib mal her. Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, dann bleibt das da liegen. Kann ich auch nicht. Oh, Manno. Alles zu groß. Den kann ich. Den auch. Okay. Zumindest die Kleinen kann ich. Der ist, glaube ich, zu groß. Ja. Der ist weg. So. Jetzt schnappen wir uns mal diesen Hai. Zack. 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 Schön gefressen. Gut. Ich glaube, jetzt bin ich groß genug für alles. Jetzt bin ich, glaube ich, groß genug für alles. Da muss ich meinen keinen Kopf mehr machen. So. Werde ich schon Artverwandte fressen? Ich frag für einen Freund. Guck mal hier, mein Freund. Nee, kann ich nicht. Aber die Seesterne und die Korallen, die sollten jetzt alle gehen. Ich denke, mit Level 22 ist man dann irgendwann mal groß genug. Sehr fein. Wechseln wir hier runter. Gucken wir mal, was da unten ist. Ach du Heilige, seht ihr den Riesenpuffer und den Riesenzebra? Die sind ja gigantisch. Und da ist noch ein relativ großer Zebra hinter dem Puffer. Meine Güte. Und ich komme ja nicht durch. Da. Meine Güte, was ist denn mit sie los? Mit dem muss ich mich nicht anlegen. Ich bin viel zu groß. Ich schlurps mich im Ganzen weg. So. Erstmal das hier alles fressen. Dann muss ich erstmal das ganze Kleinzeug fressen, wo ich zu denen kann. Hier, Mungo, komm her. Na komm, geh die blöde Wand hoch. Geh die blöde Wand hoch. Das ist so ein bisschen nervig an den Krabben. Dieses, ich brauche immer Bodenkontakt und immer in einem bestimmten Winkel, ansonsten klappt das nicht. So, Frissi, danke. Und den. Und das da oben können wir auch alles mitnehmen. Sehr schön. Gut. Ja, so wachse ich ziemlich langsam. Ich bräuchte mal so einen großen Fisch. Ich glaube, ich gehe mal zu den Goliaths. Mit denen könnte ich doch eigentlich gut wachsen. Weil sie nicht auch schon selbst total gigantisch sind. Ja. Meine 150 Energie. Das ist schon was. Also für eine Krabbe ist es was. Manch anderen nicht so, aber von der Krabbe, ja.
weg damit. Nee, hier ist nichts im großen Gras. Schade, oder besser gesagt im hohen Gras. Schade. Schade. Hier haben wir aber was. Da. Gut. Und ist noch ein Seestern. Guck mal hier, mein Freund. Ja, feini. Jetzt klettern wir mal hier hoch. So. Hier ist erstmal Bibos Gebiet. Wenn sie denn da sind. Irgendwas Großes mit einem riesen Schatten ist da gerade lang geschwommen. Nee. Dann hier durch. Tempo. Tempo ist eine Sache bei den Krabben. Das haben die alle nicht drauf. So, zack. Ja, guckt mich an. Ich kann auch schielen. So, hier hoch und dann müsste ich doch eigentlich in der Nähe sein, oder? Goliath. Goliath, wo bist du? Mist, ich komme hier nicht lang. Mistigkeit. Ich komme nicht so einfach lang, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Irgendwie alles sehr leer. Hier keine richtigen Fischschwärme. Und auch kein Goliath. Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, ob der hier drüben irgendwo ist. Ja, ich sehe ihn nicht. Nein, nein, nein. Ich sehe ihn nicht. Da unten? Nö, auch nichts. Ja, gut. Dann versuche ich doch mal die zwei Delfine da oben zu töten. Falls sie noch dort sind. Ich denke, inzwischen kann ich mich mit ihnen anlegen. Oder den Hai da. Der Hai geht auch. Der Hai geht auch. So, komm mal her, mein Freund. Bist fertig. Zack. Weg war er. Gut. Oh. Hier, diese Barracudas, gibt es zum Beispiel gar nicht in den Grundeinstellungen. Grundeinstellung ist in ihrer Anzahl auf 0 reduziert. Sowohl beim Maximum als auch beim Minimum. No, also, das ist schon so eine Sache. Mhm. Gut, da haben wir noch einen großen Fisch, den schnappe ich mir auch. So. Komm mal her, du bist gleich fällig. Zack, habe ich es nicht gesagt. Die ganzen kleinen Dinger fresse ich auch. Jedes Level zählt. Ihr habt den Zebra gesehen, der war riesig. Und der Puffer, dem mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wenn der seine Fähigkeit einsetzt, könnte das unangenehme Folgen, äußerst unangenehme Folgen haben. So. Geht's mal wieder nach unten. Level 33, die waren viel größer. Aber wenn die abgelenkt sind, könnte ich es mit dem Level schaffen. Erstmal nach unten.
Nee, kein Hai. Das ist schon mal gut. So. Nein! Da hat mich irgendwas erwischt. Ja. Nee, zeig dich, du Jäger. Ja, der große Weiße war's. Wir folgen jetzt mal. Es gibt ihn also doch. Bisher habe ich ihn nie gesehen, aber es gibt ihn doch und er hat mich erwischt. Mieser Arsch, du. Ja, ich rede mit dir. Gut, dann gucken wir wenigstens nochmal die Giganten uns an. Die Krabbe hat es ja leider nicht geschafft. Okay, der hier wurde gerade vom Hai gefressen. Vor meinen Augen. Das ist äußerst unangenehm für ihn. Wirst du dir auch die dort schnappen? Den Puffer und den ganz großen Zebra, der Puffer hat übrigens eine große Verletzung. Der wurde schon mal attackiert. Okay. Ja, großer Weiser. Willst du hin? Wo bist denn du hin vor allem? Nein, halt. Wo ist der hin? Da ist er. Der bleibt hier wohl oder schnappst du dir die? Nee, der schnappt die sich, glaube ich, nicht. Okay. Dann überlebt ihr. Ja, mit der Krabbe, so eine Sache. Vielleicht probiere ich es noch mit einem anderen Fisch, die mir alle zu schnappen, zu unterwerfen. Wir schauen mal. Aber an dieser Stelle soll es erstmal gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Was macht der Puffer da eigentlich? Ich glaube, das ist nicht jugendfrei. Hat keine Jugendfreigabe. Wir machen das mal anders. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!